Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Hofbergmann. Mit dabei der Florian, der Lenny und der Micha. Hallo. Hallo. So, Lenny, dein Schlepper ist in guten Händen. Ich habe ihn gerade den Florian abgeloxt. Das ist gar kein Problem, ich brauche den nicht mehr. Okay, gar nicht mehr? Nie wieder. Nie? Okay. Gut. Mit das war drüber gesprochen. Du hast noch einen haben. Schlepper. Nee. Nee. Ich mag meinen 7er. Okay. Also du machst jetzt die Apfelplantage, sagst du? Ja, ich bin sowas von Apfelplantagenmäßig hier unterwegs. Warum kann ich das Gras hier nicht mähen auf der Plantage? Weiß ich nicht, das kontaminiert durch Apfelkerne, deswegen darf man es nicht machen. Sonst geht das Schneidwerk kaputt. Doch, so ein bisschen gemäht ist es. Ach du Heilige. Ich sag einfach mal vorsichtig, Lennys Ex-Schlepper, könnte man jetzt schon sagen, ne? Lennys Alter schafft es auch nicht so wirklich, den Berg hochzufahren. Das wollte ich ja vorher nicht verraten. Ah, danke dafür. Gut, aber immerhin habe ich jetzt dafür Lennys Logo hinten auf dem Schlepper. Mhm. Gar kein Problem. Mensch, ist der Kaffee nicht langsam eigentlich mal kalt, den du in der Hand trägst? Nee. Ist okay. Ein Thermobecher, ne? Ja. Sehr gut. Sag mal, Lenny, wolltest du nicht eigentlich Mr. Pellet werden? Ich hab eine neue Aufgabe. Ah, du bist auch so ein bisschen. Wie nennt man das, wenn man. Wechselhaft? Ja, genau. Ja, wechselhaft ist ja das leichte Wort. Da gibt es doch irgendwie flatterhaft? Sprunghaft. Was haft? Sprunghaft. Sprunghaft, danke. Ja, das können wir nehmen. Das können wir nehmen. Folgentitel gefunden. Lenny der Sprunghafte. Was? Mal schauen, ob das funktioniert hier. Aber. Nee, macht ja keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt. Ach, die ist schon wieder ausgegangen. Ich habe gerade überlegt, ob wir die Presse rüberbringen, damit du direkt dort den Apfelsaft herstellen kannst. Weil. Wie bitte? Direkt vom Baum in die Presse oder was? Nee, in eine Kiste, aber direkt von der Kiste dann in die Presse und dann die. Dort abfüllen in die Fässer. Weiß aber nicht, ob es halt einfacher ist, die Fässer zu transportieren, statt die Kisten. Aber die Kisten kann man halt Fässer kannst du von Hand tragen. Ja, das stimmt. Und die kannst du halt, das ist ein Vorteil, würde ich sagen, einfach in die Transe schmeißen, ne? Ja, oder auf einen Anhänger. Der hat auch seinen Gaffer mit Anhänger jetzt. Ja, dann. Na dann. Ja, macht das Sinn? Ich frag euch, also. Keine Ahnung. Ein bisschen Optimierung da betreiben, ne? Auf jeden Fall stimmt die Arbeitsbreite von dem Ding hier nicht. Von welchem Ding stimmt welche Arbeitsbreite nicht? Hallo. Hallo. Geheimnisse. Ja. Was machst du denn so? Nichts. Ich guck mir das nur mal an. Aber so. Viel misst du hier nicht, ne? Nee, das stimmt irgendwas nicht hier. Der lässt auch so einen Streifen hier stehen. Ja, also, liebe Leute, guckt euch das an, ne? Aber das sieht auch wirklich schön aus, wie du hier langläufst. Professionell. Ja, bestimmt. Aber auch, was du für einen schnellen Schritt drauf hast, ne? Immer. Nicht schlecht. Ja, aber ist das denn überhaupt als Wiese definiert, frage ich mich jetzt gerade, ne? Also ich meine, ja doch, tatsächlich richtig. Ist es. Oh, guck mal. Da, wo du gemäht hast, sieht man aber schon, dass es im Wachstum ist. Ja, aber auch wirklich nur da, wo, also zwischen den Reifen quasi, weißt du? Der macht nicht die ganze Breite irgendwie. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Ganz komisch.
Was hast du dir mal überlegt, das Frontmähwerk anzuhängen? Ja, aber ich dachte, das wäre eine coole Idee, so, aber. Ja, ist es, absolut. Gerade weil es halt wunderbar hier eigentlich hinpasst, ne? Ja, aber irgendwie funktioniert der Apparat nicht so richtig gut. Wow, hallo, passen Sie auf, junger Mann. Kann ich in die Außenansicht gehen? Ja, kann ich. Ja, kannst du. Aber guck mal hier, wo ich jetzt lang fahre. Der macht nur ungefähr die Hälfte der Breite, also. Nee. Er macht das Komplette. Ja, dann bist du jetzt hier der Gärtner. Viel Spaß. Hier, also, guck. Du hast einen neuen Job. Jetzt ohne Flachs, ne? Also da, wo ich gerade lang gehe, macht er das alles weg. Aber der macht hier auch eine Schwart. Bei mir hat er keine gemacht. Ja, wobei. Ja, okay, da hat er nicht. Ich glaube, da, wo er gerade nicht gemacht hat, und das ist das Problem, was du wahrscheinlich gerade hattest, da sind Paul und ich wahrscheinlich lang gefahren und deswegen macht er das da gerade nicht richtig. Hier bin ich auch schon 10-mal lang gefahren. Nee, hier hinten ja noch nicht. Und hier vorne. Nee, ich bin hier vorne die erste Reihe gefahren, aber vielleicht hat das wirklich was mit der Definition von dem Land hier zu tun. Weil. Das war, also hier, guck mal, hier hinten, ja, siehst du, steht hier, nämlich da bin ich auch lang gefahren. Genau, ja. Und hier, wo noch keiner lang gefahren ist, kann ich das wunderbar machen. Ah ja, dann stellst du mal in die Ecke, wir warten, bis alles nachgewachsen ist, dann mähe ich das hier weg. Ja, ich fahre bis nach vorne durch, ne? Ja. Gut. Weißt du schon, dass du mehr als eine Aufnahmesession brauchst, um das hier alles zu mähen, ne? Du weißt schon, dass ich nicht mehr hier rauskomme aus dem Gebiet. Okay. Du, Florian, hat sich erledigt, wie du vielleicht gerade gehört hast. Du hast einen neuen Job. Ich kann wieder umdrehen. Sehr gut. Ich stell das Ding mal hier unter, ne? Dann wird's auch nicht nass. Oh, das wird's nicht. Ich mach mal die Decke zu, vielleicht fangen die dann die Honigbienen irgendwann an zu produzieren. Ach, die Decke muss man zumachen. Macht Sinn, Micha, macht Sinn, ja. Ich habe mich schon gefragt, warum die so untätig sind, muss ich gestehen, ne? Ja, okay. So, wer holt denn jetzt die Saftpresse eigentlich? Oh komm, das hier, ich bin dein Mann. Also, holst du die hierher, oder was? Ja. Ach, der war, warte, okay. der war noch... Ah, Parkbremse drin. Haben wir noch einen Frontlader am Hof, Jungs? Ein Karma steht da, habe ich gehört. Ja, der hat aber nur eine Schaufel. Ich brauche einen Frontlader, um die Presse anheben zu können. Den kannst du umkonfigurieren auf Teleskop, auf Frontlader. Ja, da ist eine Schaufel dran. Mit einer Schaufel, die kann ich umkonfigurieren, wie ich möchte, Micha. Dann machst du die Gabel ab und hängst eine Gabel dran. Haben wir eine Gabel für das Ding? Der ist ja Frontlader. Wir haben bestimmt noch eine Gabel. Warum steht... Oh, ein Kamera zu schnell. Warum steht ihr jetzt eigentlich alle da unten an der Plantage? Habt ihr nichts zu tun? Ich doch gar nicht. Achso. Ich hab nur gerade die Bienenwaben zugemacht, dass sie vielleicht irgendwann produzieren. Okay, ich glaube einfach, ich werde Imker. Kann ich mit Lenny da den ganzen Tag chillen unten. Was? Ich bin Komposter. Gut, Florian. Ja, Florian, die Hofarbeit bleibt an dir hängen. Ich sag's dir. Die Tiere müssen versorgt werden und die Felder bestellt. Und natürlich Geld verdient, weil unser. Und der Paul hilft dir ab und zu, wenn er darf. Ja, wenn es nicht zu spät wird. Das ist gar kein Problem. Sehr gut. Aber es wird kein 1050er gekauft. Du bleibst bei der Möhre, die du jetzt hast. Nee. Ich hätte schon was besser, aber ein 1050 muss es auch nicht sein. Ja. Tut mir leid, ne? John Deere Hof, was willst du machen? Kannst du, also... John Deere 1050 kaufen. Ja, das mag sein. Ich glaube, ich hätte doch lieber wieder den Armatrack hier unten. Nee, tut mir leid. Der ist leider verkauft. Den kriegen wir auch nicht mehr rein. Warum hättest du gerne den Armatrack? Ich weiß nicht, der ist kleiner und wendiger als das große John Deere Ding hier. Also bei klein und wendig, ne, hätte ich jetzt so an so einen Regitrack gerade gedacht. Aber es ist Elektro, das geht nicht. Nein, es gibt doch verschiedene Regitracks. Die sind aber schon wieder groß. Die sind alle noch in der kleinen Kategorie, ne? Da. Ich check da gerade mal was. Ja.
Der Bührer. Okay. Guck mal, der große Rigitruck, ne, mit 110 PS, der ist aber auch nicht groß. Also, ja, größer, aber so eine Abby. Abby wäre ideal für ihn, ja. Oder ein Lindtruck, ich weiß gar nicht. Ne, der Lindtruck. Wo ist denn der Abby? Bitte? Wo ist denn der Abby? Wo finde ich den? Kompakttraktor. Kleiniger. Und das Geile ist, und das passt wirklich super cool. Abby sehe ich mich, ja. Für den Abby gibt es ja auch die Mähwerke. Genau, das Mähwerk und sowas. Das ist dann, aber ich finde diesen Handmäher schon ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Ja, aber du kannst ja nicht. Aber für den Abby gibt es auch so ein Bandschwader und so ein Kram. Echt? Ja, yo, ja, ja. Ich ja. Nehme Abby. Und einen Lindtruck zum Abfahren. Lindtruck zum Abfahren? Ja, ich muss ja das ganze Graszeug hier wegfahren. Ja, aber du weißt schon, also wenn du oben rechts in die Ecke guckst, das muss noch bis zur neuen Kartenversion warten, ne? Ja, ja. Okay. Er gibt jetzt schon mal die Bestellung auf. Ja. Perfekt. Florian, kannst du mit dem Frontlader rankommen, bitte? Ich hab grad keinen. Weil wenn ich das hier in Wirklichkeit machen würde, ne, mit diesem Einachser, ne, diese Rasenmähne, würde ich den Allergietod sterben. Vermutlich. Kenne ich irgendwoher. Boah, der Ton ist so geil getroffen, der Sound von dem Ding. So hört sich mein Aufsitzrasenmäher auch an. Was, ein Aufsitzrasenmäher? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Oh. Der feine Herr, sag ich nur. Wer hat sowas nicht? Ja, also 2000 Quadratmeter mäst du nicht mehr mit der Hand. Ja, das stimmt. Ich hab keinen. Also ich hab A, noch gar keinen Rasen mehr und später dann... Noch keinen Rasen, oder? Nee, noch nicht. Und ja, das ist halt auch noch ein Problem, ne? Den jetzigen Rasen, den wir haben, machen die Gärtner bei Mietwohnung. Aber auch später lohnt sich kein Aufsatzrasen mehr. Macht immer wieder Spaß, kann man Winterdienst mitmachen. Mal alles mögliche Sachen mitmachen mit so einem Aufsitzrasenmäher. Achso, doch, war das richtig. Ja, glaube ich. Hier. Aber. Ich habe gerade Probleme. Keine Ahnung. Okay. Kriegst du das Saftding noch oder ist das verschollen? Nee, das Saftding, ich krieg's halt nicht hochgehoben. Ich brauche einen Frontlader. Das Problem ist, für irgendwie 250 Quadratmeter brauchst du keinen Aufsitzrasen mehr, den da irgendwie, ne? Geht. Ah, obwohl lässt sich der King im Viertel besser haben als brauchen. Wenn du 52 Quadratmeter im Aufsitzrasenmäher mäst. Ja. Einmal den Wheel gedreht und fertig ist, ne? Genau. Du brauchst so Rasenmäher-Treckerinnen. Ja, aber da brauchst du mit so einem 0-15 Rasenmäher dann auch nicht mehr ankommen, ne? Den noch ein bisschen tunen. Ah. Weiß ich noch nicht. Also meiner hat 12 PS. Ich glaube, da kommst du aber auch nicht weit mit. Aber der hebt vorne ab, wenn du im fünften Gang anfährst. Danny, kommst du mit dem Frontlader vorbei? Ich bin schon unterwegs, Schatz. Wir haben keinen. Im fünften Gang anfahren, der hat echt Gänge. Fünf Gänge hat der und einen Rückwärtsgang. Du kannst im fünften Gang anfahren. Ja, also der fünfte Gang ist der schnellste Gang quasi. Und die anderen sind nur Untersetzungen quasi, weißt du? Ah, okay. Also, ich gerade sagen, weil dann... Damit. Ja, ich wollte gerade sagen, es macht erste, zweite, dritte, vierte, du wählst einen Gang und hast dann eine gewisse Geschwindigkeit. Du kannst dann noch ein bisschen mit Motordrehzahl nochmal anpassen. Okay, ich wollte gerade sagen, was bringt dir denn Getriebe, wenn du im fünften schon anfahren kannst? Warum hat man dann nicht direkt einen Gang nur gemacht? Aber okay, verstanden. Das ergibt dann Sinn. Ich mache mal so lange Strohpellets weiter. Wenn du den fünften Gang reinmachst und einfach die Kupplung hochflippen lässt, dann geht der kurz vorne hoch. Da, wie in alten Zeiten beim Auto, ne? Dein Auto geht vorne hoch? Nee, mit Kupplung hochflippen. Ach so. Das Auto, der Motor geht höchstens vorne hoch beim Kupplung flippen, ne? Der Motor geht hoch. Ja, mehr auch nicht. Nein, mein Auto geht nicht vorne hoch, wenn ich die Kupplung flippe.
Wer fährt denn jetzt die Fässer runter, wenn ich jetzt Ich. Achso, ich dachte, du stellst den Juicy Maker hier hinten noch mit drauf. Ich hoffe, der passt noch drauf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich probiere. Deswegen habe ich es da noch stehen lassen, weil ich dachte, das ist vielleicht einfacher. Ich mache nur gerade Strohpellets weiter. Oh. Upsala. Hier auch nicht so richtig gut aufheben, ne? Also jetzt ist auf jeden Fall wieder Platz auf dem Anhänger. Danke dafür. Ja. Läuft. Hast du meine Arbeit zerstört? Was? Ja, komm, wir gucken uns das noch einmal an hier schnell. Falsch. Ja, gut. Liebe Leute, ich würde sagen, mit dem neu gewonnenen Platz auf dem Anhänger sind wir fertig für den Moment. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne wie immer ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns am Freitag zu einer neuen Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Jo, ciao.